Hallo, liebe Zuschauer. Ich möchte heute auf dem Thema eingehen, wie sieht es mit Drohnen in Thailand aus? Ja, ist weiterhin so, dass man Drohnen hier in Thailand registrieren muss bei CAAT. Und dann gibt es noch eine Abteilung, wo man die Frequenz auch noch registrieren muss. Das würde ich alles hier unten in der Beschreibung verlinken, wo das ist. Aber man muss weiterhin seine Drohne hier registrieren. Und hier in Thailand ist es nicht so, dass man keine Registrierung braucht, wenn man unter 250 Gramm Drohnen hat, also wie die DJI Mavic Mini. Auch die muss hier registriert werden, weil alle Flugobjekte, die eine Kamera haben, müssen registriert werden. Das ist ganz egal, wie schwer die ist. Also da solltet ihr drauf achten. Ich habe dazu auch noch einen Film gemacht, wie die Registrierung erfolgt. Das werde ich auch hier verlinken. Wichtig ist, dass ihr auf jeden Fall eine Haftpflichtversicherung habt für eure Drohne. Und die Unterlagen müssen in Englisch sein, weil diese Papiere eingereicht werden müssen bei CAAT. So, das ist zu dem Fall. Registrierung auf jeden Fall, ist egal was es ist, wenn es eine Kamera hat, muss es registriert sein. So, was hat sich hier geändert auf Koh Samui? Da hat sich nur das so geändert, dass an gewissen Tempeln ein Flugverbot besteht. Soviel ich weiß, sind das die Tempel, die auch im blauen Bereich sind, die DJI-Drohnen haben, kennen das. Da gibt es ja eine Landkarte. Und wo die Flughäfen sind, da ist die mittlere Zone, die rote Zone, absolutes Flugverbot. Und dann gibt es die blaue Zone, das sind die Bereiche Einflug, Anflug und Abflugbereich. Also diese Tempel haben ein Flugverbot. Man kann aber zum Mönch hingehen, zum Obersten, und da mal fragen, ob man vielleicht aber mal hier und das filmen darf. Also die möchten schon gefragt werden, weil das in letzter Zeit oder vor einiger Zeit zu viel waren, die da in der Luft waren und das Ganze störten. Da sollte man respektieren, das ist schließlich eine Tempelanlage. In Deutschland hat man das auch nicht gerne, wenn man da durch die Kirche fliegt mit einer Drohne. So, dann dazu, hier auf Koh Samui sind ungefähr 30% der Insel eingeschränktes Fliegen nur möglich. Das ist also mit dem Geozaun von DJI abgeriegelt. Die Drohne startet gar nicht erst. Dann bekommt man gleich die Information NFZ, No Flight Zone. Und wie gesagt, die Drohne startet gar nicht. Aber da gebe ich euch auch noch einen Link, da habe ich mal einen Film zugemacht, um eine Freischaltung zu bekommen von DJI. Und das geht innerhalb von einer Minute, hat man das. Man muss auf jeden Fall ein Handy dabei haben, weil die Handynummer haben möchten. Und dann bekommt man von denen, von DJI, eine Codierung, die man dann in die App eintragen muss. Und da muss man eben halt alles anklicken, dass man dafür verantwortlich ist, was man dann macht. Das heißt also auch, DJI weiß, wer in der Luft ist. Und wenn irgendetwas passiert und ihr habt was Dummes angestellt, seid da dran. So, damit kann man also auch in den blauen Bereichen hier auf Koh Samui fliegen. Ansonsten sollte man sich auf jeden Fall an die Regeln hier von Thailand halten. Da ist also eine Flughöhe von 90 Meter Maximum. Minimum ist 15 Meter. In dem Korridor kann man sich dann bewegen. Man darf nicht in der Nähe von Krankenhäusern, Militärstationen, Polizeistationen, wenn man das weiß, fliegen. Da könnte man vielleicht angesprochen werden. Ich fliege jetzt mittlerweile schon über 5 Jahre hier in Thailand. Ich bin noch nie von der Polizei angesprochen worden. Das sind bisher meistens deutsche Touristen. Haben Sie mich gefilmt? Dürfen Sie das? Und so. Aber das ist eben in der Mentalität der Deutschen, Sheriff zu spielen. Ansonsten ist es in Hotelanlagen, da sollte man an die Rezeption gehen und fragen, ob man fliegen darf. Die haben das also gar nicht so gerne. Ich muss jedes Mal auch meine Lizenz vor meine Registrierung zeigen, meine Versicherung.
Und dann bekomme ich meistens auch eine bestimmte Uhrzeit, wo ich fliegen darf. Und bisher war es auch, dass ich immer einen Angestellten dabei hatte, der geguckt hat, was ich filme. Dass ich also jetzt nicht die Gäste irgendwie belästige mit der Drohne. Also rückversichern, mal an die Rezeption gehen und fragen. Und die sind aber immer super freundlich. Bisher habe ich also kein Problem gehabt diesbezüglich. Ja, sonst gutes Gelingen, gutes Fliegen hier. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr euch mal bei mir melden. Und wir können ein bisschen fachsimpeln. Okay, das war's denn. Tschüss.